Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Wir sind immer noch unterwegs mit der Serie «The Chosen», zusammen mit Millionen anderen Menschen auf dieser Welt. Eine halbe Milliarde hat bereits schon nur «The Chosen»-App bei sich auf dem Handy installiert und geht also mit dieser Serie. Ich finde es so faszinierend, immer wieder Leute anzusprechen. Zum Beispiel das Vreni Nüsch habe ich einfach darauf angesprochen. Schaust du eigentlich auch «The Chosen»? Und sie sagt, ja. Schon? Genau. Erzähl einmal. Ja. Also, der Grund war, wir haben bei uns in der Gemeinde vor Weihnachten haben wir vier Predigten, jeweils einen Ausschnitt aus «The Chosen» gehabt und dann Predigt dazu. Und das hat dann, natürlich habe ich die App abgeladen und so, und hat mich natürlich sehr interessiert. Und am Anfang bin ich fast ein bisschen, ich komme gar noch nicht so recht raus. Und je länger ich schaue, merke ich, wow, die haben so viel biblische Lehre, die einfach so drin steht, haben sie wie eingebaut in das Leben. Und ich staune und staune und staune immer mehr, weil es wird so lebendig. Mhm. Und etwas, wo mich zutiefst einfach berührt hat, ist, wenn Jesus mit den Menschen ein Wunder gemacht hat, sei es der Lahme in Bethesda oder wer immer auch, hat er gesagt, schau mich an. Und hat ihn einfach angeschaut. In einer Liebe und einfach, da ist so viel geflossen. Und ich dachte, so schaut Jesus. Ich glaube es. So, einfach so schaut Jesus. Er sieht. Er sieht mich. Er sieht die Person. Er sieht die tiefste Ehe. Und da passiert Wunder. Da passiert Heilung. Mhm. Und das finde ich so tief. Mhm. Wirklich. Ja. Du hast gesagt, du bist bei der zweiten Staffel dran jetzt, oder? Ja. Ja. Also dort schon durch, oder? Ich weiß gar nicht, wann ich alles, weiß nicht einmal genau, wann ich alles gesehen habe. Aber etwas, das ist zwar glaube ich aus der ersten, oder ich weiß es nicht, was mich auch sehr, sehr berührt hat, ist die Geschichte von der Maria Magdalena, wo ja befreit worden ist von all diesen Dämonen. Und danach geht sie zurück. Geht nochmal zurück. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt, warum sie zurückgegangen ist. Und sie fühlt sich dermaßen schlecht. Und sie wagt nicht mehr zurückzugehen. Nicht mehr zurück zu Jesus. Weil sie findet, ich habe alles, er hat mir alles gegeben und ich habe alles vermasselt. Und die Jünger holen sie. Gehen sie suchen. Holen sie. Und führen sie zurück zu Jesus. Ja. Und dort sagt sie einfach, Jesus, ich habe alles vermasselt. Und er sagt, und ich vergib dir. Und nimmt sie in die Arme. Ich finde das so gewaltig. Weißt du, du kannst Gewaltiges erleben und du kannst zurückfallen. Jesus nimmt wieder auf. Ja. Wenn du zurückkommst, er nimmt wieder auf. Und jemand braucht die Jünger, die helfen. Komm wieder. Ja. Ich habe es ganz toll gefunden. Ja, es zieht sich näher weiter. Ich kann dir schon sagen, ich bin jetzt mitgegangen bis Ende der dritten Staffel. Die ist jetzt gestreamt worden auch schon. Kleiner Spoiler oder schon auf das, was kommt. Weil beim Petrus zeigen sie das nämlich auch sehr schön. Ja. Wie er eigentlich auch in Rebellion kommt. Das ist ja typisch fast für den Petrus. Oder? Ich meine, die grosse Geschichte ist noch nicht drin jetzt, oder? Mit dem Hahn und so. Und er, aber
oder hier einfach das zu sehen, wie er darauf eingeht und eben auch die Dynamik unter den Jüngern zu beobachten, oder? Ja, ich denke gerade der Petrus, also für mich ist das, und wenn ich die Bibel lese, die heilige Figur, oder? Hat zwar schon gewisse Sachen steht, wo man merkt, er ist eigentlich ein impulsiver Mann und so. Und jetzt durch den Film so zu merken, okay, er ist ein Impulsiver, er ist einer, der, ich will es selber und so. Und mit Jesus, wenn er sich verändert und einfach den Weg wieder findet mit ihm. Und in der Zeit, wo er mit Jesus zusammen ist, hat Gott und Jesus ihn so können, hat er die Veränderung dürfen erleben, damit er nachher den Dienst hat können tun. Genau. Und Jesus hat nie, und Gott hat nie seinen Auftrag weggenommen von ihm. Auch wenn er tuk-tuk gemacht hat. Ja, genau. Er hat eben einen grösseren Plan hinten dran, was das wie braucht, so die Momente von Spannung, Konflikt auch spannend finde ich, und da werde ich dich noch gerne darauf ansprechen, wie das für dich ankommt. Sie haben ja viel auch die Bezüge, es fällt vielleicht irgendwo im Alten Testament an, oder? Irgendeine Geschichte, sagen anfangs zweite Staffel zum Beispiel. Nein, dort ist es im Neuen Testament, da siehst du Johannes, wie er anfängt das Evangelium schreibt, oder? Ja. Und also die bekannte Stelle am Anfang war das Wort, oder? Ja. Ja. Wie ist er überhaupt dann als Autor drauf gekommen? Und dann siehst du eigentlich die Story hinten dran. Ja. Und dann gehen sie wieder in die jetzige Geschichte von der Chosen. Wie findest du das aber? Also, ich finde es phänomenal. Aber ich habe einfach so gedacht, hey, man muss die Bibel schon recht gut kennen, dass du nachkommst. Ja. Weißt du? Merkst, aha, okay. Und ich finde es auch fantastisch, dass sie Sachen aus dem Alten Testament wie vorschieben, weil das gehört auch dazu. Das ist Geschichte. Das gehört dazu. Jesus ist gekommen in die Welt rein, wo das schon zum grossen Teil geschrieben war. Praktisch war, richtig. Und er hat ja gesagt, ich komme nicht das wegzunehmen. Ich komme es sehr viel. Und das ist und bleibt. Und das finde ich auch so etwas, weil ich denke, heute die hat man fast ein bisschen das Gefühl, ja, das Neue Testament, das ist jetzt entscheidend und wichtig und das andere kann man vergessen. Das ist alt. Aber ich finde, das Alte Testament, für mich ist die Bibel das Bilderbuch Gottes. Das Bilderbuch, wenn er redet, wenn er ist. Und weißt du, in der heutigen Zeit, mit diesen Kriegen denke ich, okay, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber die Bibel redet auch vom Krieg. Also es ist nicht etwas Neues. Und Gott hat dort sogar gesagt, und ich bin zornig und ich ja. Mhm. Wenn ihr nicht umkehrt. Und so, ich denke einfach immer wieder, das Alte Testament ist genau auch wichtig. Und darum finde ich es toll, dass im Chosen sie immer wieder mal am gewisse, Aber wir haben angefangen mit dem liebenden Jesus, oder, wo der Mensch sieht. Aber er ist auch klar. Ja. Und er wird auch so dargestellt. Ja. Also wir denken, bei der Chosen ist es nicht, es könnte ja auch ein verweichlichter, happy-clappy Jesus nur sein. Aber so ist er ja auch nicht. Nein, das denke ich auch. Ja. Aber er kommt als Mensch über. Genau. Er kommt nicht als Heiligen über, aber gleich sehr klar. Er geht seinen Weg und ruft seine Menschen. Und, ja. Gut, danke vielmals, Vreni Nüsch, dass wir hier ein bisschen dürfen. Ja. Ich dich hören, wie du das so erlebst, unterwegs eben mit dieser Serie «The Chosen». Und wir gehen weiter. Sicher bis Ostern könnt ihr euch gerne weiter da inspirieren von Menschen,
wie du und Eva auch gesagt, die einfach mit dieser Serie mitgehen und etwas im Herz Neues anklingt damit. Und mir geht es so, dass ich umso lieber wieder gehe, in der Bibel nachlesen, was der Tier wirklich drin steht, wie er das dann gemacht hat. Und man lernt so viel Neues kennen. Darum klingelt euch ein, ladet die App ab oder bestellt euch das DVD. Ich kann euch es nur wärmstens empfehlen. Und das wär's für diese Woche. Bis gleich wieder. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.